Die größten Stars der Welt feiern die Verleihung der Oscars in Los Angeles. Nicht nur im Dolby Theater, in dem die Academy Awards stattfinden, geben sich die Stars die Klinke in die Hand. Auch auf den Partys neben der Show sind die roten Teppiche gut besucht. Auf der Elton John AIDS Foundation Party ist auch Heidi Klum Stammgast. Die vierfache Mutter ist gut befreundet mit Elton John. Im vergangenen Jahr bringt sie ihren Mann Tom Kaulitz mit und sorgt mit ihrem sexy Outfit für Aufsehen. Und auch dieses Mal besticht Heidi mit ihrem Look. Das Kleid in Leo-Optik des französischen Designers Jean-Paul Gaultier hat einen außergewöhnlichen Schnitt. Besonderes Detail ist die Schleppe, die ebenfalls im Leo-Muster gehalten ist. Die bodenlange Robe kombiniert sie mit einem silberschwarzen Gürtel, der ihre schlanke Taille in Szene setzt. Der seitliche Ausschnitt gibt viel nackte Haut frei. Ihre Fans sind geteilter Meinung. Leider zu wild und unpassend zu den Oscars, schrecklich oder das kannst du besser, Heidi, lauten einige Kommentare auf Instagram. Andere finden, du bist so hübsch und wunderschön. Eines steht auf jeden Fall fest, die Aufmerksamkeit ist Heidi mit diesem Look wieder einmal sicher.